Gerade 10 nach 10, Nachtruhe. Jetzt schlafen gerade alle, sogar das Bike schläft. Ich hab's jetzt gerade nicht extra aufgestellt, das schläft wirklich. Wir lesen gerade eine Gute-Nacht-Geschichte. Wollt ihr auch mitlesen? Geil, oder nicht? Ich hätte niemals gedacht, dass mich das Bestickern bei Lego ernsthaft so erfreuen könnte. Ich meine, für ein Buch sind Aufkleber doch ein absolutes Must-Have. Also, das Wichtigste überhaupt. Okay, das Nasending da. Pinocchio oder so, weiß nicht. Aber ey, das soll ein Igel sein oder so, kein Plan, ey. Aber ich find's so geil, wie der gemacht ist. So einmal eins krallen. Kennen wir auch von diesen einen Lego-Set, wo. Finde ich es nicht so auf diese Schnelle. Ach, ich will gerade ein bisschen. Ich hab's da, okay. Sekündchen, dort ein bisschen. Dieses Ding da und ich hab's gerade da in meinen Rucksack. Hol ich jetzt noch schnell mit dazu. Das ist so ein Stift. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was dazu schreiben. Ach, Quatsch. Lass besser die Eule ein bisschen. Ist ein Buntstift oder so, kein Plan, ey, auf alle Fälle. Mit Ratzefummel. Ich find's voll zu lustig. Lass mir ein bisschen noch. Ach, geh meine Eule in Freund wieder zurück. Kleine Igelchens, Nasending da. Lüge, Igel. Hör mal noch ein bisschen die Gute-Nacht-Geschichte weiter zu. Psst. Es ist gerade 22:10 Uhr, also wirklich Nachtruhe jetzt. Leise sein, okay? Jetzt hier ein bisschen. Das Buch. Das ist so eine Geschichte. Das ist, glaube ich, so eine Asyl-Platte oder so, ich weiß nicht. So eine, weiß ich nicht, 2x6 Platte in Asyl und da drauf zwei so, jeweils am Ende so eine weiße 2x2 Platte. Und innen immer so eine 1x2 Platte in weiß und da innen diese Dinger da, diese Steine, genau die und dann noch so diese 2x2 Slopes in weiß, worauf diese. Wo habe ich den leeren Sticker-Sheet? Den habe ich doch noch irgendwo. Pst. Du müsst jetzt leise sein. Schlafen gleich alle. Ist gerade wirklich spät, ne? Ich tu nicht nur so, es sind die Restteile, die davon übergeblieben sind. Ein 1x1 Auge, ein 1x1 Grabsteinfliese und eine, also in lila und in Zitronengelb oder so, ein 1x1 Bright Light Orange Slope und ein 1x1 Viertelkreisfliese in lila und eine rote 1x1 Platte und eine schwarze 1x1 Platte. Der Sticker-Sheet, der leere. Da ist er. Es waren nur die zwei Sticker, die da über waren, also die da drauf waren, meine ich. Eins und zwei. Eins ist die Geschichte mit der Burg und zwei ist die Geschichte mit diesen Drachen da oder was es da sein soll. Vielleicht fokussiert die Kamera dann gleich. Burg, das Grün ist der Drache. Die Burg ist schwarz. Ich dachte, das ist der blau und das lenke ich auch blau, aber ist doch nicht so. Burg ist schwarz und schwarz und weiß und. Der Drache ist grün. Jetzt pst, noch ein bisschen hier Einzelteile weg und Geschichte zuhören. Igel habe ich euch gezeigt. Jetzt kommen wir zum Besten davon. Die Eule. Die funktioniert tatsächlich. Hui. Ist ja auch eine Eule, ne? Die Noppenaufnahmen sollen nach vorne zeigen. Die Federn kann man, wie sich's gehört, verstellen. Jetzt sogar Griffe dran. So, Lilian 1x1 Clipsplatten. So gut gemacht. Das sind die Füße. Die kann man so machen und so rumdrehen. Kann man einen Spagat mitmachen? Machen wir jetzt erstmal nicht. Bevor die Eule noch ihre Federn verliert, das wollen wir alle nicht. Und die Lupe, das absolute Top-Highlight. Und das ist, so wird der Schnabel richtig verbaut. Das, Kopf mache ich mal kurz ab.
Dort ein bisschen Sekündchen bitte. So, jetzt da der Schnabel noch drauf, irgendwie so glaube ich war da drauf. Nein, da vorne war er drauf, ganz da vorne. Ja. So. Und geil oder nicht? Ich meine, das ist doch geil. Und dann mit sowas, das ist so. Das ist. Wie Teufel ist das gewinkelt? Das ist schlimm, wie es gewinkelt ist. Das ist der Kopf, so wird er gebaut. Und. Oh nein, was ist denn jetzt? Ach nö, das habe ich ein Auge abgemacht. So eine weiße runde 3x3 Fliese bedruckt. Auge. Kein echtes Auge. Macht es nicht mit echten Augen, okay? Macht es nicht bei echten Lebewesen. Bitte nicht. Es geht, aber es macht mir trotzdem nicht. Das ist klar, ist okay? Haben wir es verstanden? Genau so ist es. Und natürlich gehört da so ein 1x1 Viertelkreis Fliese drauf. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Ach, so ein lilaner 1x2 Slope fehlt da gerade. Habe ich runtergerissen. So wird es gebaut. Da ist ein bisschen Rot mit drin, aber so eng wird es da gebaut. Vielleicht finde ich jetzt noch. Habe ich jetzt Ersatzteil? Nein, habe ich nicht. Ich suche es gerade. Leute, ihr glaubt es mir nicht. Da. Vor die Kamera. Da, wo ich die Kamera gerade draufgestellt habe. Da, wo mein Smartphone gerade draufsteht. Da ist dieser Slope. Dieser Lena einmal zwei Slope. Was für ein Mensch auf dieser Welt soll auf so etwas kommen? Ganz ehrlich. Es geht doch nicht. Wie rum war das? Das Runde war nach vorne, genau. So ist der Kopf aufgebaut, so von unten. Das wollte ich euch noch zeigen, die Aufnahme da. Jetzt weiß ich auch, wie es eingesetzt wird. Ich habe immer das Gegenstück davon gesucht. Aber es ist die Platte, die da einfach so eingerastet wird. Sage ich euch jetzt sofort. Ich muss nur irgendwie die Frisur wieder richtig machen. Das heißt, dieser Lilien 1x2 Slope kommt so, sagen wir mal, mittig mit genau wo dieses Loch da ist, dieses eckige Loch da. Ist ein guter Orientierungspunkt, finde ich. Und so ist es aufgebaut. Geil, oder? Ich mach mal noch mal so ein Auge ab. So. Dieser weiße Trichter da, den. Ich glaube, dass die Augen mit den Löchern auf die Löcher drauf kommen, denke ich mal. Ich mach's jetzt einfach mal so. Und ich glaube, dass es so gehört. Ich bin mir aber nicht so sicher. Jetzt macht man auch die Frisur da drauf. Das ist so ein rundes Ding da und da noch. Ob das überhaupt passt, ey? Nein, das Runde war. Genau, das Runde war nach vorne. Und das Eckige. Seht ihr, ich hab's falsch rum drauf gemacht. Mein Fehler. Seht ihr es jetzt? Und. Ach, wie rum war das nochmal drauf? Genau so. Ich brauche jetzt nochmal ein Sekündchen. Die Anleitung dazu. Das war der letzte Bauschritt, denke ich mal. Das Köpfchen. Tatsächlich. Dieses Eckige da, diese Noppenaufnahme, kommt auf diese Noppe drauf, von dieser Platte da. Und das schließt da sauber bündig mit diesen weißen Dingern da ab. Und da kommt es. Und da steht dann selbstverständlich was über, aber jetzt wissen wir mal, wofür das Ding überhaupt gebraucht wird. Krass oder nicht? Und so wird das ganze Ding zusammengebaut. Ich weiß, das ist total unnötig, das zu zeigen, aber
Ich hab's jetzt gebaut, da muss ich's jetzt auch noch zeigen, weil sonst lohnt sich die Arbeit doch nicht. Ja, ich weiß von hinten schon wieder, aber ich musste meine getane Arbeit zeigen. Also getane Arbeit, ne? Das ist ernsthafte Arbeit. Ich weiß nicht, was es soll, aber muss so sein. Gehört so. Da auch. Check ich nicht, aber ja. Ist halt nun mal so. Und jetzt? Ich habe euch ja versprochen, dass ich es umbaue. Und jetzt ist wirklich, ist auch tatsächlich Nachtruhe, ne? Ernsthaft so. Ich habe mich zu lange mit Bauen gebraucht. Das war einfach viel Zeugs. Es ging jetzt sehr schnell mit Umbauen, aber mit dem Bauen, es ging echt wahnsinnig schnell. Aber das, durch die Anzahl, alleine durch die Anzahl davon, war es halt eben jetzt doch ein bisschen mehr, was ich gebaut habe, und nur durch die Anzahl allein hat es ein bisschen länger gedauert. Und jetzt müssen Sie noch ein bisschen Gute-Nacht-Geschichte weiterlesen. Gleich schlafen alle ein. Psst. Gute Nacht. Ich glaube, ich produziere morgen irgendwann noch ein Video vor, morgen Nachmittag oder so. Bis dahin, Videoende. Ciao, schlaf gut. Psst. Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich habe schon 3 Abonnenten. Danke an diese Stelle dafür. Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter hier. Lesen wir uns ganz in den Schlaf. Das Ritterbuch, Drache und pst, jetzt kommen die Träume.